Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, dann wollen wir mal auf in den gehängten Mann gehen. Bei Meryl, Spiegelbild, neue Post. Aber nee, wir machen erstmal den gehängten Mann. Denn wir wollen ja Evelyn ein bisschen beistehen und so. Hätte ich sie jetzt mitnehmen sollen? Weil sie ist jetzt gerade nicht mit dabei. So. Betrunkener Gast. Oder hätten wir bei Nacht eintreten müssen? Weil irgendwie... Okay, ich guck mal kurz ins Tagebuch. Ich glaube, wir sind einfach am falschen Zeit, am falschen Ort. Sorge dafür, dass heute Abend, ja, abends. Ja, wer nicht abends geht, ne? Der muss halt nochmal den Portweg nutzen. Dann gucken wir mal. Gut, ich ziehe hier erstmal meinen Stab. Ah, jetzt. Jetzt wird da auch ein Schuh draus. So, aber erstmal mit dem Gardisten. Ich... Geht ihr schon mal vor. Ich komme gleich nach. Aber erzählt ihm nicht, dass es hierbei um mich geht. Boah, wie schüchtern ist sie denn? Es sollten doch eigentlich noch mehr kommen, oder? Die Pläne haben sich offenbar geändert. Natürlich. Also dann, ich sollte mich wirklich... Jetzt! Wartet doch mal! Noch eine Runde? Oh ja, beim Erbauer. Sie traut sich nicht. Ja. Evelyn ist fantastisch, nicht wahr? Hört zu, wenn das alles nur dazu dient, damit ihr dem Hauptmann näher kommen könnt, dann solltet ihr euch vielleicht einfach mit ihr unterhalten. Mal ehrlich, wie armselig wäre es denn, wenn ihr einen Vermittler bräuchtet? Zeigt mal ein wenig Rückgrat. Ich muss gehen. Danke für die Getränke. Ich konnte einfach nicht. Was hat er gesagt? Er denkt, ich hätte das alles arrangiert, um an euch ranzukommen. Ich bin so eine Närrin. Wenn das wahr wäre, hättet ihr euch von Anfang an versteckt. Schlimmer hätte es auch dann nicht kommen können. Ich muss mit ihm reden. Aber ich bin einfach erbärmlich, wenn ich nicht gerade auf Patrouille bin. Darin bin ich gut. Nur leider bietet das Töten von Wegelagerern keinen besonders intimen Rahmen. Und ich bin es leid, mich zu blamieren. Dann kümmere ich mich um die Sicherheit auf den Straßen und ihr redet mit Donick. Euch in Gefahr zu bringen, macht die Sache nur noch schlimmer. Ihr habt diese Sache zu meinem Problem gemacht, also werde ich es auch lösen. Na schön, Hawk. Ihr wollt es ja nicht anders. Ihr räumt den Weg die verwundete Küste entlang frei und ich... Ich werde das bestimmt noch bereuen. Okay. Dafür haben wir sogar Feindschaft gekriegt. Aber jetzt müssen wir sie nochmal rufen. Ich weiß nicht, warum sie immer dann wieder abhaut. Denn wir haben noch was hier. Sehr spendabel. Aber etwas über eure Verhältnisse, oder nicht? Ganz recht, Kumpel. Ich wurde heute Abend bezahlt und gesegnet. Und dafür musste ich lediglich den Kopf zur Seite drehen. Auf alle meine Freunde. Hey, trete zurück.
Ich kenne wichtige Persönlichkeiten. Wir werden dieser Stadt zeigen, was wir mit ungläubigen Ochsenmenschen machen. Hauptmann der Wache, möchtet ihr ein paar Worte mit eurem Mann wechseln? Hauptmann der Wache? Wer? Was? Wer? Wer was? Ich habe nie... Wer hat euch gekauft? Wer hat die Ehre einer stolzen Wache von Kirkwall gekauft und dass ihr eine betrunkene Mabari-Hündin gemacht? Ich weiß es nicht. Es war ein Templer, ich schwör's. Er hatte das Siegel der obersten Klerikerin und alles andere auch. Wirklich? Die Strafe für das Verlassen des Postens beträgt 10 Tage auf der Mauer. Ihr werdet euch am Morgen dort melden. Gut gemacht. Da habt ihr eure Antwort. Ein Templer. Noch dazu mit dem Siegel der obersten Klerikerin. Gut gemacht. Okay, und das gab wieder plus 10, also passt das doch mal. Und hier haben wir auch Wechsler. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. So einfach? Ihr seid einfach darüber gestolpert. Erstaunlich. Natürlich stolpern wir einfach mal so darüber. Gut, dann können wir einmal nochmal zu Meryl gehen. Und nochmal kurz mit Meryl reden. Ich muss euch etwas zeigen. Kommt und seht es euch an. Er ist wunderschön, nicht wahr? Bei weitem nicht so schön wie ihr. Oh, ihr seid so freundlich. Ist es hier drinnen wirklich so warm? Hör auf zu plappern, Meryl. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, ihn wiederherzustellen. Wir denken, einer unseres Clans hat ihn im Brazilianwald gefunden. Armer Tamlin. Er wurde nie gefunden. Alles, was noch dort war, waren die zersprungenen Teile des Eluvian. Was habt ihr mit diesem Spiegel vor? Anfangs wollte ich einfach nur Tamlin finden. Aber es ist schon zu lange her. Tamlin ist inzwischen vermutlich tot. Selbst wenn er damals noch gelebt haben sollte. Aber ich bin mir sicher, der Spiegel kann meinem Volk trotzdem helfen. Ich kann zumindest diesen kleinen Teil unseres Erbes wiederherstellen. Dieses Ding ist der Grund, warum euch die Hüterin fortgeschickt hat, richtig? Die Hüterin wollte, dass ich das Bruchstück vernichte, das ich aufbewahrt hatte. Sie sagte, es sei der Wille unserer Ahnen gewesen, dass es vergessen wird. Aber es ist die Aufgabe einer Hüterin, alles zu bewahren, selbst die gefährlichen Dinge. Wir haben gestritten und ich bin gegangen. Sie irrt sich. Dieser Spiegel könnte uns so vieles darüber lehren, wer wir einst waren. Denkt ihr, der Spiegel hatte etwas mit Tamlins Verschwinden zu tun? Die Ruine, bis zu der wir Tamlins Spur gefolgt sind, war voller Fallen und grauenhafter Kreaturen. Wir haben jedoch keinen Leichnam gefunden. Seine Spur endete bei den Bruchstücken des Eluvian. Was ist ein Eluvian? Vor langer Zeit besaßen die Elfen ein Königreich. Ein Königreich, das sich ganz über Thedas erstreckte. Und jede Stadt hatte ein Eluvian. Durch die Spiegel konnten sie sich miteinander verständigen. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert hat. Mein Volk hat so vieles verloren. Wir wissen so gut wie nichts über die Zeit vor Alethan. Dies hier ist ein Bruchstück unserer Geschichte. Ich bin mir sicher, ihr würdet etwas derart Gefährliches nicht einfach irgendwem zeigen. Er ist nicht gefährlich, das verspreche ich euch. Ich habe ihn repariert. Oder es zumindest versucht. Mit Blutmagie. Der Spiegel wird niemandem Schaden zufügen. Aber er funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber ich glaube, er muss mit einem speziellen Werkzeug fertiggestellt werden. Ich brauche einen Arulinholm. Und mein Clan besitzt eines. Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Aber ihr habt Angst, Hüterin Marathari wieder gegenüberzutreten. Genau. Ihr habt ja keine Vorstellung. Die Hüterin... Ich kann nicht mit ihr sprechen. Wir streiten und drehen uns immer nur im Kreis. Es kann so einen enttäuschten Blick aufsetzen, der einem die Knochen weich werden lässt. Könntet ihr mir nicht ich helfen? Ich werde euch begleiten. Bitte. Maseranas. Ich werde einen Weg finden, es wieder gut zu machen. Das verspreche ich euch. Das heißt, sie wollte quasi mit dem, Spiegel? Deswegen wurde sie jetzt verbannt? Wegen einem Spiegel?
Deswegen hat sie auch die Blutmagie erlernt. Ist schon krass. So, jetzt Moment, bevor ich jetzt hier falsch weitergehe. Spiegelbild, ein langer Weg. Ja, genau. Ein langer Weg machen wir jetzt erstmal. So. Gehen wir mal die verwundene Küste entlang. Da bin ich ja mal jetzt gespannt. Und natürlich haben wir sie jetzt natürlich nicht bei, weil wir ihr helfen sollen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Halt. Na, mal gucken, ob wir es auch zu dritt schaffen. Aber eigentlich haben wir ja gute Charaktere bei. Dürfte somit nicht das Problem werden. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Mabari-Hunde. Na, kommt. So, erstmal hier schön festsetzen und dann schauen wir doch mal. So, ersten Hund hier. Okay. Das ist jetzt hier aber ein bisschen. Muss vorsichtig sein. Wo kommen denn jetzt die ganzen Hunde her, meine Güte? So. Wäre natürlich in die erste beste Falle rein. Diese Route ist wirklich ziemlich ruhig. Ja, und ist es nicht eine wundervolle Nacht für einen Abend? Wenn ihr das sagt, Hauptmann? Ja, wenn ich das sage. Beim Erbauer, sie ist wirklich schlecht darin. Genau dasselbe habe ich auch gedacht. Ja gut, gehen wir mal weiter. Ah, da haben wir schon die nächsten. Na denn. Schauen wir mal. Na, jetzt hat er so besser gepasst. So. Die nächsten hier gleich. Und tschüss. So. Oh. Da ist er noch einer. Dann machen wir es mal kurz so. Weil auf dem Boden liegende Ziele brennen besser, habe ich gehört. Na dann schlitz mich doch mal auf. Komm her hier. So, da hinten verstecken zählt nämlich nicht. Na, lässt du mal Meryl in Ruhe hier, du. Auf den Boden mit dir. Ich glaube, ich habe da etwas Blut. Du glaubst, du hast da ein bisschen Blut? Na, solange es nur ein bisschen Blut ist, ist ja alles in Ordnung. Einfache Fall. Das war's schon. Na gut. Wenn man nicht aufpasst, kann die Klinge zu weich werden. Das Abkühlen des Stahls ist ein wichtiger Schritt, bei dem sich entscheidet, ob das Schwert gelingt oder zerbricht. Verstehe. Eine Klinge für jeden Zweck. Oder was denkt ihr über Klingen? Verzeiht, Hauptmann, ich war mit meinen Gedanken woanders. Oh, ja, natürlich. Ah, das tut weh. Ja, muss ich dir leider recht geben. Irgendjemand hat uns hier eine Überraschung hinterlassen. Aha, noch eine. Das war leicht. Diesmal laufe ich aber nicht schon wieder in irgendwelche Fallen rein. Moment, da hinten. Ja, wieder mal Bari-Hunde. Gut.
Dann schauen wir mal. Waren mir ein bisschen zu wenig. Gut, hier haben wir noch eine Kiste. Und hier ist noch ein Knochenberg, den ich wohl das letzte Mal nicht ganz gesehen hatte. Da hinten ist auch noch mal eine Kiste. Komme ich hier durch das Gebüsch durch? Ja. Da haben wir noch mal einen Knochenberg. Wie soll ich denn da hinkommen? An den Knochenberg da hinten ran. Stimmt von unten irgendwie. Hm. Laufen wir erstmal trotzdem weiter. Nicht, dass wir gleich in die nächste Falle reintreten hier. Achtung. Ja, ja. Einen Schritt weiter und macht keine lauten Geräusche. So, dann wollen wir mal. So, und gleich ein Feuerball hinterher. Ich sagte eigentlich ein Feuerball hinterher, aber irgendwie wollte er nicht. So, du darfst da hinten mal die nächste Falle machen. Oh, 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 oh. Na komm. Du bist erledigt. Na gut. Auf den Boden. Oh, er ist frei. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. Zack. Und schön auseinanderfliegen hier. Jetzt schützt er sich schon wieder. Kollege, wir warten nur, ne? Auf dich. Teleportieren an dieselbe Stelle hat geholfen, auf jeden Fall. Böser Sklavenhändler hier. So, dann gehen wir erstmal mit ihm hier. Noch ein Stück weiter. Also dann, Gardist, das war eine gute Patrouille. Ich schätze, wir sind dann fertig. Und ich... Hawk! Welch eine Überraschung. Was macht ihr denn hier? Aveline. Hawk, bitte nicht. Ich denke, es wird Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Könnte mir bitte jemand sagen, was hier vor sich geht? Ihr zwei seid wirklich bezaubernd. Jetzt küsst ihn doch endlich. Hauptmann? Ich sollte lieber in die Kaserne zurückkehren. Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde geben einander eben manchmal einen kleinen Schubs. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Er wird Beschwerde einreichen, um eine Versetzung bitten. Und ihr? Ihr kommt mit mir in die Kaserne und erklärt ihm, warum ihr ihn so in Verlegenheit gebracht habt. Auf der Stelle, Hawk. Sonst gnade euch der Erbauer. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Jetzt will sie uns dafür verantwortlich machen, dass sie es nicht geschafft hat, ihnen das zu erzählen. Ah, Mensch, Evelyn. Da bleibt mir einfach die Spucke weg. Aber anstatt sie es ihnen einfach sagt, sonst, ne? Ist sie auch nicht auf den Mund gefallen. So, aber jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir hier noch den Knochenberg mitziehen, bevor wir jetzt in die Kaserne zurückgehen. Irgendwo muss es doch hier einen Weg raufgeben. Ah, hier ist es nicht. Man kann halt auch nicht springen oder so. Jetzt wollte ich gerade mit Leertaste springen. Da habe ich das selber gerade gesagt. Aber hier gibt es keinen Weg nach oben. Wie komme ich da hinten hoch? Und da sind wieder unsere Waren.
Hier hinten drüber. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Weil ab und zu haben wir einfach Metallbüsche da und ab und zu nicht. Ach, von hier aus kommt man da gar nicht irgendwie hoch. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nirgendwo lang. Na gut, ich denke mal, das wird aber sowieso nicht das letzte Mal sein, dass wir jetzt hier an der Küste rumeiern. Gehen wir jetzt erstmal Evelyn wieder abholen. So, dann wollen wir mal einen langen Weg. Ein ziemlich langer Weg. So, dann holen wir sie erstmal wieder ab. Damit sie wieder dabei ist. Da bin ich mal gespannt. Jetzt scheißt du uns bestimmt richtig zusammen. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Bauer, wo ist Donnick? Ich muss das klären, bevor es den Vicomte erreicht. Eine formelle Entschuldigung vielleicht. Etwas, das den Wachen zeigt, dass sie mir noch vertrauen können. Ihr seid ihr Hauptmann, kein Golem. Sie erwarten sogar, dass ihr Gefühle habt. Nicht, wenn sie die Arbeit stören. Das könnt ihr nicht wissen. Ich werde nie mehr so dumm sein. Verzeiht, Sarah Hawk, aber ich muss kurz mit dem Hauptmann sprechen. Gott ist Donnick. Bitte. Kommt, Lauschangriff. Machen die da schmutzige Sachen, oder was? Evelyn. Gerdis Donnick hat keine Beschwerde eingereicht. Das war alles unfassbar dumm. Und dank euch ist es jetzt ganz wunderbar. Ihr könnt ruhig beide Hälften dieses Paares für euch beanspruchen. Ihr seid lieb. Ich wusste, dass es richtig war, euch zu fragen. Macht aber keine Gewohnheit daraus. Ich kann das bei euch niemals wieder gut machen. Vielleicht ist es auch ganz einfach. Habt Dank. Hey, kann ich euch etwas fragen? Gab es einen Augenblick, in dem ihr dachtet, mir sei nicht mehr zu helfen? Nicht für eine Sekunde. Ihr seid kein guter Lügner. Soweit ihr wisst. Ruft mich, wenn ihr mich braucht, Hawk. Ich werde immer für euch da sein. Aber klopft vorher an. Oh, 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 oh. Socke drüber, ne? Hübsche Aufmachung. Die beste. Ihr solltet sie verteilen. Der Vicomte verlangt bei seinen Inspektionen Paraderüstung. Dann putzt sie auf, damit er sie auch wirklich sieht. Ich werde die Uniform der Wache tragen. Das wird seiner Exzellenz nicht gefallen. Dann soll seine Exzellenz sie doch anziehen. Ärger, Hawk. Ihr scheint davon jedenfalls genug zu haben. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Übrigens, warum eigentlich nicht? Warum steckt ihr nicht bis zum Hals in den Problemen dieser Stadt? Ihr seid zwar nicht untätig, aber ihr könntet durchaus auch einen Posten übernehmen. Die Wache sucht immer Leute. Das ist angesichts meiner Taten etwas übertrieben. Vielleicht habe ich es einfach satt, die erste Anlaufstelle für Beschwerden über Leute wie euch zu sein. Leute wie mich? Bran wettert gegen Glücksjäger und Söldner. Zweifelhafte Berufe ohne Aufgabe. Er ist ein Idiot, aber manchmal... Es wäre durchaus wünschenswert, wenn die Stadt ein wenig stabiler wäre.
Würdet ihr es denn wirklich vorziehen, wenn die Unruhestifter zu Hause blieben? Na schön, es wäre mir nicht recht, wenn ich gar nichts mehr zu tun hätte. Und damit meine ich nicht einmal euch. Aber einige scheren sich um gar nichts und sind dann ganz überrascht, wenn jemand einen Zirkel einrichtet. Das sind Warnsignale, wisst ihr? Und das muss auch mal gesagt werden. Okay, gut. Das gab nochmal ordentlich Punkte für Evelyn. Die hatten wir jetzt aber eigentlich schon so gut wie auf positiv gesetzt. Na gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir dann als nächstes ansetzen. Ich würde jetzt aber nochmal kurz ins Hawk-Anwesen. Denn wir haben ja schon längst wieder eine neue Post und so. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Während eurer Abwesenheit ist eine weitere Nachricht eingetroffen. Ihr findet sie auf eurem Schreibtisch. Ja, danke schön, Bodan. So, von Mancha. Mr. Hawk, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinen Bruder geholfen habt. Ich mache mir zwar Sorgen, was die Templer Keran antun könnten, aber er will es ebenso. Er ist euch dankbar, dass ihr ihn von Sir Cullen verteidigt habt. Danke von uns beiden, Mancha. Okay, gut. Hatte jetzt eigentlich mit noch Questen und so weiter gerechnet. Ich kann ja jetzt nochmal kurz gucken. Wir haben jetzt 27. Stelle ich nochmal ein paar Runen her oder nicht? Ich denke mal, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, nochmal eine weitere Rune herzustellen. Wir können ja Rune des Schutzes nochmal mit reinpacken für mehr Rüstung. Oder eher doch nochmal eine Rune der Verteidigung nochmal an allen weitergeben. Komm, wir stellen einfach mal 4 Stück her. Und verteilen die schon mal ein bisschen auf die Charaktere. Denn wir haben hier einmal die Wache. 33 Rüstung. Gegen 82 Verteidigung. Die Rune verstärkt sich aber auch jedes Mal. Je nachdem, wo man sie reinsteckt, ne? Ja, aber ich glaube, ich behalte mal hier bei ihr die Rüstung. Was haben wir hier bei Meryl, haben wir Geistresistenz drin. Kann ich das einfach so aussetzen? Ersetzt die vorhandene Rune und wird zerstört und Gegenstand verliert dementsprechend die Verbesserung. Ja. Machen wir mal. So, dann haben wir hier noch einmal Warwick. Der hat einmal Rüstung drin. Dann kriege ich ja natürlich auch eine Verteidigungsrune. Dann haben wir hier Fenris. Der hat einmal Rüstung drin. Dann kriege ich ja auch Verteidigung. Und hier haben wir einmal Isabella und Robe des Piraten. Wir haben hier nochmal Mut. Da würde ich dann aber auch lieber Rüstung reinpacken. Ja komm, bei dem Blutdrachenhelm können wir auch noch eine Rune reinpacken. Da mache ich auch erstmal Verteidigung mit rein. Plus 12 gibt es nur, aber okay. Weil Rüstung gibt es ja schon von Hause aus. Wollen wir mal hoffen, dass das auch gut passt. Mögt ihr die Glitzersachen? Ja, ich mag die Glitzersachen. So, haben wir sonst noch Waffen, die wir noch nicht weiter gemacht hatten? Ja, hier hätten wir zum Beispiel, könnten wir nochmal eine Rune des Blitzes und des Feuers reinpacken. Und bei den Dolchen einmal Geist und einmal Blitz. Damit alles so ein bisschen verteilt ist. Auch wenn wir die beiden Begleiter gerade nicht damit dabei haben. Ich kann das für euch machen. Hast du doch schon für uns gemacht. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt wieder aufbrechen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.